Ja, in der ersten Dreiviertelstunde heute dachte ich, ich muss da was missverstanden haben, weil da ging es eigentlich nur darum, wird jetzt Herr Steinmeier befragt oder wird er nicht befragt? Ich bin die ganze letzte Woche immer mit der Frage konfrontiert worden, und das kam ja von der Union, das kam von der Bundesregierung, ob Franz Walter Steinmeier an allem schuld ist. Und es wurde auch immer gefordert, dass er vor dem Gremium, das heißt vor dem Deutschen Bundestag, sich dazu äußerst, möglichst bekennt. Und nun habe ich heute eine Dreiviertelstunde lang mir anhören müssen, dass er eigentlich hier gar nicht gebraucht wird und dass er gar nicht gewollt wird. Ich habe dann als Kompromissvorschlag vorgeschlagen, das doch so zu machen, weil das schien mir doch sehr sachdienlich, dass erst Herr Pofalla auch unter anderem zu dieser Urkunde Stellung nimmt, für die Herr Steinmeier die Verantwortung tragen soll, und dass dann ab 12 Uhr Herr Steinmeier die Gelegenheit bekommt, sich auch dazu zu äußern. Aber auch der Antrag ist abgelehnt worden, sodass ich jetzt nach Hause gehe, ohne klären zu können mit Herrn Franz-Walter Steinmeier, was war denn da damals und was habt ihr euch gedacht bei dem Abschluss dieser Vereinbarung. Das war schon mal enttäuschend. Anschließend hat die Bundesregierung, hat Herr Pofalla vor allen Dingen in einem sehr langen, ausführlichen Vortrag einiges klargestellt. Ich weiß allerdings immer noch nicht und habe da immer noch keine Antwort drauf, was denn nun eigentlich die US-Amerikaner über deutsche Bürgerinnen und Bürger aufgenommen, also abgesaugt, ausspioniert, gespeichert haben und was sie verarbeiten. Vor allen Dingen, wie lange diese Informationen, die sie da haben, wie lange die gespeichert bleiben. Ich habe heute gelernt, dass ganz offensichtlich ein solches Ausspähen stattgefunden hat, aber über den Umfang, über die Zahlen etwa, die Herr Snowden in die Welt gesetzt hat, darüber konnte keine Auskunft gegeben werden heute. Da bleibe ich also nach wie vor weiter unaufgeklärt. Über den zweiten Punkt, der immer wieder ins Feld geführt wird, nämlich, dass diese Daten eigentlich alle vom Bundesnachrichtendienst stammen, dass der Bundesnachrichtendienst hunderte von Millionen von Informationen, von Kommunikationsverbindungen über und Daten darüber an die NSA weitergegeben hat, aufgefangen und weitergegeben hat. Darüber ist sehr lange, sehr intensiv gesprochen worden. Darüber haben wir auch eine sehr detaillierte Darstellung bekommen. Das müssen wir überprüfen jetzt anhand der Aufzeichnungen, die dazu noch hergestellt werden. Und wir müssen dann feststellen, kann das denn sein? Sicher scheint mir aber zu sein, dass diese Informationen des Bundesnachrichtendienstes nicht die Informationen gewesen sein können, die von Herrn Snowden, in den Berichten von Herrn Snowden genannt werden. Weil es handelt sich hierbei ganz offensichtlich nicht um Informationen über deutsche Bürgerinnen und Bürger, auch nicht über Informationen mit Deutschlandbezug, sondern es handelt sich hierbei ausschließlich um Informationen über den Auslandsverkehr, die der Bundesnachrichtendienst aufgreift. Das heißt, auch da kommt keine schlüssige Erklärung hinsichtlich der Daten, die Herr Snowden uns geliefert hat. Deshalb ist noch lange nicht alles aufgeklärt. Wir haben jetzt einige Aufträge vergeben, unter anderem, dass wir die Unterlagen, die Vereinbarung und andere Dokumente einsehen können im Geheimschutzraum oder auch direkt bei uns im Büro und dass wir eine schlüssige Darstellung vom Bundesnachrichtendienst bekommen. Zum letzten Punkt, nämlich inwieweit sind Daten, die der Bundesnachrichtendienst an die US-Behörden weitergibt, inwieweit sind diese Daten, vor allen Dingen, weil es sich um Daten des Handyverkehrs handelt, also einzelne Handydaten, inwieweit sind die tatsächlich oder möglicherweise genutzt oder missbraucht worden, um mit Drohnen und Raketen von Drohnen Menschen in Afghanistan oder sonst wo in der Welt zu töten? Diese Frage
wird vom Bundesnachrichtendienst verneint. Es wird nicht verneint, dass Informationen gegeben werden, sondern es wird verneint, dass die dazu benutzt werden. Da wird als erstes darauf Bezug genommen, dass die US-Amerikaner in Afghanistan versichern, dass sie diese Daten dafür nicht gebrauchen. Ich habe erhebliche Zweifel, ob man das glauben kann, weil die Bundesregierung selbst mir auf eine Anfrage mitgeteilt hat, sie könne überhaupt nichts ausschließen, zu was diese Daten dann anschließend tatsächlich gebraucht werden. Und ich habe einen weiteren Grund, daran zu zweifeln, weil auch heute, ich darf ja keine Einzelheiten hier nennen, vielleicht erfahren Sie das gleich von dem Vertreter der Bundesregierung, der darf das sagen, ich darf das nicht sagen. Jedenfalls habe ich heute in dieser Sitzung keine Sicherheit dazu bekommen, dass diese Daten nicht in einer solchen Weise gebraucht werden, um Menschen mit Drohnen zu töten. Es wird da ein Unterschied gemacht, zu was die Daten konkret gebraucht werden können und zu was nicht. Mich hat das nicht überzeugt. Deshalb werde ich, was ich schon angekündigt habe, das weiterverfolgen, dass ich aus Afghanistan Informationen, möglichst Zeugenaussagen, versuchen werde zu beschaffen, aus denen sich ergibt, dass Menschen allein deshalb, weil sie ein bestimmtes Handy bei sich getragen haben, mit im Fahrzeug gehabt haben, die gar nichts mit Taliban oder Terrorismus zu tun hatten, nur ein solches Handy hatten, dass sie per Drohne getötet worden sind, weil offensichtlich die Signale, die dieses Handy abgibt, dazu geführt haben, dass dieses Fahrzeug nicht nur geortet, sondern auch beschossen und in die Luft gesprengt worden ist. Also auch da ist weiterer Aufklärungsbedarf da. Wir werden uns jedenfalls voraussichtlich am 19. in einer Woche hier wiedersehen.